Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei The Binding of Isaac God Mode und wir gehen ins Spiel mit einem neuen Charakter und wir spielen heute mit Destiny haben wir schon, oder? Ich glaube schon. Xofan, die Seele, Destiny. Spielen wir heute mal mit Christopher. Ich glaube, wir müssen mit Christopher spielen, also tun wir das heute mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das hier richtig ist, aber... Nein, 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 auf gar keinen Fall. Mit Christopher haben wir schon gespielt. Okay, gut zu wissen, weil das wäre mir jetzt, ja, da habe ich tatsächlich auch nicht so Riesenlust drauf, wieder mit dem zu spielen. Oh mein Gott, wir starten mit einem halben Herzchen. Okay. Wir starten mit einem halben Herzchen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist... Oh mein Gott! Wo ist die Musik? Ich wollte gerade sagen. Was ist hier passiert? Ich habe die Bombe gekauft. Warum habe ich das getan? Oh mein Gott. Wir starten mit einem Brimstone-Ring. Mit Proptosis. Mit Cricket's Buddy. Mit Säumig? Das ist Säumig, das würde den Schaden erklären. Und mit der Ludovico-Technik. Was ist das für ein verrückter Lauf? Ich habe keine Ahnung. Kaufen wir uns erstmal das Item. Chemical Peel, das ist doch schon mal etwas, womit wir was anfangen können. Fool Yet Again, okay, wir haben die Fool-Karte, das ist auch gut. Den Swallowed Penny können wir auch mitnehmen. Hier können wir nochmal eine Bombe legen, glaube ich. Und je näher wir dran sind, desto größer. Okay, ich bin massiv verwirrt. Das war ein sehr seltsamer Start und auch ein sehr seltsamer Goldraum. Weißt du, es ist schon so ein komischer Start und das Erste, was du kriegst, ist ein Goldraum, in dem ganz viele Vasen gesprengt werden und dir Millionen an Spinnen entgegengeworfen werden. Das ist auf jeden Fall leicht verwirrend gewesen, aber gut. Ja, es sieht auf jeden Fall nicht so mega overpowered aus, wenn man das so sagen darf. Ich meine, der Brimstone-Ring, der ist schon ziemlich stark. Wir haben so viel Geld, das ist unfassbar. Convert your soul. Es ist natürlich schon relativ stark mit dem Brimstone-Ring, aber auf der anderen Seite ist unser Damage, ja, ich glaube, wir haben Säumig. Das macht es dann natürlich wieder so ein Stück weit weniger stark. Ja, und das ist halt dann am Ende des Tages so dieser Punkt, wo es dann doch nicht mehr so mega OP ist, aber wir müssen mal gucken. Also hier für den Anfang ist es auf jeden Fall, so viel kann man sagen, hier für den Anfang ist es auf jeden Fall relativ stark. Wir müssen mal gucken. Wir wissen ja jetzt auch, in der God Mode ist nicht so unbedingt wichtig, was in den ersten 5 oder 6 oder 7 Ebenen passiert. Sondern eigentlich das Einzige, was relevant ist, ist die letzten beiden Ebenen. Wie funktionieren die? Ja, das ist die God Mode. Das ist das, worum man da... Alter, wir haben Cricket's Head gefunden. Oh, wir haben unser Damage. Dann haben wir vielleicht doch keine Säumelk. Unser Damage ist gerade unfassbar stark geworden. Was ja... Dann können wir keine Säumelk haben. Und wir haben einfach direkt 2 Guppy-Items gefunden. Was ist das denn für eine erste Ebene? Unser Damage. Der ist richtig gut. Ich meine, das ist ein Champion-Boss. Das darfst du hier an der Stelle nicht vergessen, ne? Nice. Und ein Cube of Meat. Ein Ball of Bandage. Wie auch immer. Das ist durchaus okay. Dann gehen wir weiter in die nächste Ebene. Das schmeckt aber lecker, lecker, lecker. In der ersten Ebene haben wir 2 Guppy-Items. Crickets, Alter. Ja, diese Liste an Items, die hat man im normalen Isaac wahrscheinlich. Haben wir Polyphemus? Nein, das ist nicht Polyphemus, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin total überfordert, das merkt ihr wahrscheinlich. Ich bin auch gerade ein bisschen überfordert, weil ich in Hearthstone momentan, Leute, ich weiß nicht, vielleicht habe ich gestern Abend noch gestreamt. Ich werde wahrscheinlich später anfangen zu streamen und probieren, ob ich Rang 2, Rang 1 hitten kann. Ich bin nämlich jetzt Rang 3 in Hearthstone. Das ist relativ gut. Nach Rang 3 kommt dann noch Rang 2, Rang 1 und dann kommt Legend. Und Legend ist natürlich das erste große Ziel. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, ob ich das schaffen kann.
Und da würde ich am liebsten jetzt direkt weiterspielen. Aber ich dachte mir, komm, du musst auch was für deinen Kanal tun. Du kannst nicht nur Hearthstone spielen. Aber da müssen wir auch mal wieder zu einem anderen Punkt kommen. Und da wollte ich auf jeden Fall mal sagen, dass wir... ich werde auf jeden Fall in der nächsten Zeit so ein bisschen versuchen, nebenbei auch in den ein oder anderen Spielen ja gut zu werden. Ich habe richtig Bock auf Competitive... auf Competitive Play, also auf Spielen auf einem hohen Niveau, auf einem Turnierniveau oder so, beziehungsweise auch Turniere zu spielen. Ich überlege mir momentan, ob ich mir FIFA 16 kaufe und da versuche vielleicht auch annähernd relativ gut zu werden. Das würde mir nämlich auch sehr gefallen. Warum habe ich das gekauft? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ups, das war sowas. Wow. Ich möchte... wir könnten eigentlich auf Angel Guild spielen, auf der anderen Seite. Ich bin noch nicht Guppy, ne? Nein, ich bin nicht Guppy. Gehen wir erstmal zum Boss. Ja, gehen wir erstmal zum Boss, bevor wir hier irgendwas anderes machen. So, wir kriegen den Devil Deal. Die Sensen. Wisst ihr was? Wir spielen jetzt mal auf Angel Deals und dann nehme ich jetzt auch das andere Trinket mit, weil das ja natürlich sehr viel Sinn macht, denn das erhöht unsere Chance auf einen Angel Deal. Ich hoffe einfach, dass wir das letzte Guppy-Item auch ohne einen Devil Deal bekommen, ja. Das ist meine große Hoffnung. Alter, eine Leiter nach unten. What the... Ja, ein Schwarzmarkt. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe einfach gemerkt, ne, in Rocket League, sowohl auch in... sowohl auch in Hearthstone, dass mir das einfach echt wirklich sehr viel Spaß macht, so ein bisschen competitive zu spielen, Ranglisten zu spielen. In FIFA gibt es da ja zum einen Ultimate Team, zum anderen gibt es in FIFA ja, denke ich mal, auch die ganz normalen Ranglisten, die man bespielen kann, was natürlich dann auch für mich wieder einen hohen, ja, eine hohe, ja, weiß ich nicht, wie sagt man, auf jeden Fall... Ja, eine Sache ist, auf die ich wirklich Bock habe und wo ich wirklich Lust habe, da so ein bisschen anzugreifen und mal zu gucken, was geht, ne? Man kann es natürlich vorher mal nicht so genau wissen und ich denke, es gehört auch sehr viel Übung dazu. Aber da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Ich glaube, das gibt... Wollen wir das haben? Ja. Warum nicht? Oh, ich glaube, das ist die... Oh. Wir können uns ein HP ab für... ein Herz kaufen. What the fuck? Ich will von den Items, glaube ich, gar nichts. Die Bibel auch nicht wirklich. Das ist jetzt nicht, weil ich die Items alle scheiße finde, aber ich möchte... Ja, es ist nichts dabei, was mich wirklich interessiert. Naja, wie dem auch sei. Gehen wir in die nächste Ebene und schauen mal, was dort so abgeht. Perfekte Mor. So, ja, dann gehen wir einfach in die nächste Ebene. Ich bin auf jeden Fall einfach so ein bisschen... Ich bin ein bisschen heiß drauf, wisst ihr? Vor allen Dingen Hearthstone macht mir momentan so viel Spaß und, aber das dauert halt auch alles noch, ne? Ich meine, ich bin in Hearthstone momentan auf einem guten Weg, aber... Es gibt so viele Dinge, die man da noch lernen kann, lernen muss, vielleicht, aber lernen kann auf jeden Fall und die hat einfach auch wirklich mir, das macht mir so viel Spaß, das alles zu lernen und, jetzt wäre ich fast in den Devil Deal reingelaufen. Die Items, die hier so rumfliegen, die kann man mitnehmen und wir lassen den Rest auch da. Das Einzige, was noch interessant wäre, wäre das Damage Up, aber da verzichten wir jetzt einfach mal drauf, ja. Wir sind so frei. Okay. Oh, fuck, ich hab ja jetzt... Ich hab roten Herzschaden bekommen. Aber ich war ja schon im Devil Deal. Ach, das ist sogar eigentlich ganz gut. Aber das Problem ist, ich kann halt jetzt keine blauen Herzen aufbauen. Das ist echt ein bisschen blöd. Da müssen wir auf der nächsten Ebene mal versuchen, ganz, ganz vorsichtig zum Boss zu kommen. Jetzt für diese Ebene ist es sogar relativ gut, weil... Wir waren ja schon im Devil Deal und haben jetzt aber roten Herzschaden bekommen, was dazu führt, dass wir eigentlich keinen Devil Deal bekommen auf dieser Ebene und deswegen erhöht sich, sofern ich das richtig verstanden habe, die Chance auf der nächsten Ebene. Wir könnten jetzt neu würfeln, aber keine Ahnung, das würde ja den
Ja, das würde ja so, das würde ja alles ändern und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja schon hier auch das spielen, was uns das Spiel hier so quasi vorgibt. Also den Charakter mit seinen Eigenschaften und seinen Items. So. Ja, und ich überlege auf jeden Fall, ob ich mir FIFA hole und da auch so ein bisschen anfange. Und das wird dann halt auch der Hauptaugenmerk oder das Hauptaugenmerk bei den Streams. Ja, dass ich einfach die Spiele spiele, in denen ich dann auch wirklich gut werden möchte, wo ich Ambitionen habe oder einfach den Wunsch habe. Ja, Ambitionen hin oder her, meine Güte, es geht ja erstmal darum, den Wunsch zu haben und halt den Spaß auch daran zu haben, dass man da gerne gut werden möchte. Und ja, wie weit es dann am Ende reicht, das muss man halt immer selber sehen. Oder das ist halt dann auch ein langer Weg und der ist halt nicht innerhalb von einem Monat zu bestreiten. Das ist ja ganz klar. Ne? Da sind wir uns, denke ich mal, alle einig. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Das ist ja auch das Wundervolle daran. So, ich gehe einfach weiter. Ich habe keine Lust, nochmal zurückzulaufen. Nur um da diesen einen Raum zu überprüfen oder die zwei, drei, die da noch waren. Da kommen wir nicht rein, ja. So, jetzt gucken wir mal, ob wir zum Boss kommen, ohne dass wir großartig oder ohne dass wir irgendein Damage kriegen. Ich habe Damage gekriegt. Dann können wir auch die Karte einsetzen. Und wir haben einen Angel Deal. Nice. Das sind auch Items, die sind okay. Ja, wir müssten halt nochmal... Guppies Paw wäre jetzt halt natürlich schon ziemlich nice, weil... Ich weiß auch nicht, ich habe nicht so wirklich darüber nachgedacht. Aber so richtig gut ist es eigentlich nicht mit den maximalen... Herzen in Rot. Ja. Weiß auch nicht so genau. Generell ist der Lauf einfach mega stark gerade. Es ist unbelievable. So. Ja, mit einer vollen Lebenspille ist es natürlich dann doch wieder relativ stark mit den roten Herzen. Eine volle Lebenspille mit den roten Herzen ist ja so ähnlich wie der Wafer, ja. Ups. Weil wir quasi doppelte Herzen zur Verfügung haben, weil wir uns ja dann hochheilen können. Dementsprechend, ja, schon stark, aber meine Güte. Wir gucken mal. So, die Bombe nehmen wir mit. Ach man, ich bin a little bit glücklich gerade. Es tut mir leid, dass das Wochenende nicht so viel Videos kam. Das war wieder so richtig blöd. Ich wollte ja zwei Mario Maker Parts am Wochenende machen und das werde ich auf jeden Fall auch machen nächstes Wochenende. Ich bin mit der Arbeit und dem Vorproduzieren so ein bisschen durcheinander gekommen. Dann war ich so in dem Modus, wo ich tagesaktuell aufgenommen und gerendert habe. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, dass es echt schwierig ist, so umzusetzen. Und mir das auch nicht so wirklich zusagt. Es ist jetzt nicht, dass es großartig gestört hat, aber... es ist einfach für mich persönlich, ich mag das lieber, wenn ich die Videos am Tag vorher fertig mache, weil ich dann halt nicht so dieses Gefühl habe, dass ich irgendetwas, dann habe ich nicht so diesen puren Druck auf der Aufnahme, wisst ihr? Ich hatte das nämlich vor 2 oder 3 Tagen, da musste ich tagesaktuell aufnehmen und dann habe ich letzte Woche hatte ich den Fall auch schon mal, glaube ich. Kann auch sein, dass es letzte Woche war. Und da musste ich halt aufnehmen und der Punkt ist dann halt bei, du musst, wisst ihr, du musst. Du musst und der Punkt war dann der, ich habe aufgenommen und habe halt gemerkt, okay, der Part ist scheiße, der gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Und das war dann halt irgendwie am Ende des Tages etwas, was mich sehr, sehr gestört hat. Und das kann ich halt so umgehen und weil ich mir dann halt einfach ein bisschen mehr... Ich kann mir dann auch erlauben zu sagen, der Part ist scheiße, ich mache ihn neu, weil ich die Zeit habe. Ich habe momentan so ein unfassbar... Wow. Ich habe momentan so einen unfassbar schleimigen Mund irgendwie, oder ich weiß gar nicht genau wie. Und habe das Gefühl, ich lispel wie Tode. Zeit. Manchmal, das ist manchmal ganz schlimm, da habe ich so einen richtig Mund, der nur voll ist mit Spucke. Kennt ihr das? Das hatte ich früher ganz krass.
Das war früher übertriebener. Da bin ich. Da hatte meine Mama teilweise Angst, dass ich an meiner Spucke eher trinke. Ja, zumindest so ungefähr. Vielleicht nicht genauso, aber so in der Richtung, wisst ihr? Das war schon. War schon ein bisschen krass. Feeling, na. Okay, wir gehen einfach weiter. So. Ja, wir spielen hier die God Mode. Es läuft ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein Charakter, der mir sehr gefällt. Aber ist auch ein Charakter, der ziemlich stark ist. Was jetzt halt kein Minuspunkt ist, aber ein Punkt, der, wo man dann natürlich sagen kann, okay, ist ein bisschen. Aua, Entschuldigung. Oh, da habe ich mich aber richtig verschluckt, ey. Wow. Das war unangenehm. Ah. Ist natürlich ein Punkt, der nicht schlimm ist im Sinne von, ja, ist halt einfach nur ein bisschen overpowered. Das ist im Grunde alles, was ich sagen wollte. Ist halt ein bisschen sehr stark. Aber es macht halt sehr viel Spaß, wisst ihr? Das ist halt so der Punkt. Er ist halt sehr stark und deswegen vielleicht so ein bisschen, okay. Aber es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu spielen. Gerade weil er so stark ist. So. Oh, mein Headset ist kaputt, ey. Ich glaube, ich höre nicht auf beiden Ohren gleich laut. Das ist eine Sache, die mich immer sehr, sehr stört und die ich überhaupt nicht leiden kann, aber da muss ich jetzt gerade mal durch. Oder ich probiere einfach. Das Ganze zu fixen. Was nicht ganz so gut funktioniert, wie ich mir erhofft habe. Aber gut. So ist das Leben manchmal. Noch ein Ball of Bandages. Und wir haben noch ein paar Räume, die wir auf jeden Fall erforschen können. Problem ist, ich habe jetzt keinen Angel Deal bekommen, aber ja. Ach so, apropos Angel Deal, das war jetzt auch so ein bisschen. Wie sage ich das jetzt, ne? Der Angel Deal war nicht besonders, da waren halt zwei Items drin, ja. Okay. Aber sonst war der relativ normal und man muss es dann leider sagen, viel, viel, viel schwächer, zumindest dieser, als die Devil Deals. Ja. Upsa. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Big Fan auch. Dann sind wir vielleicht sogar Lord of the Flies. Ich weiß nicht genau. Hot Bombs können wir natürlich auch mitnehmen. Und dann der D100. Ja, wie gesagt, ne, wäre jetzt ganz lustig und so, aber wir spielen zum ersten Mal mit dem Charakter und wir wollen jetzt den Charakter auch so zu Ende spielen, wie er uns hier, ja, das bringt mir ja gar nichts, ich nehme das mit, wie er uns hier gebracht wurde. Also von daher würfeln wir mal nicht, auch wenn die, ja, wir haben jetzt den D4 gefunden, den D100 gefunden und einen Würfelraum gefunden, also, ja. Ja, es tut mir leid, aber ich denke, das ist im Interesse aller, dass wir hier erstmal so ein bisschen das Ganze, ja, so bewerkstelligen. Oh Mann. Ja, das Damage nehmen ist halt doof, weil ich keine blauen Herzchen habe. Das ist halt echt blöd. Und mein Headset hat sich wieder ausgestellt auf der einen Seite. Mann! Mann, ja, jetzt ist die Frage, wollen wir volle Lehm oder Alges mitnehmen? Ich habe jetzt einfach Alges mitgenommen, ja. Komm, Gabi, Gabi. Ich habe PhD, ne? Ja. Ich habe gerade gehofft, dass es eine HP-Down-Pille ist, aber ich glaube, also wir haben ja PhD, das heißt, vielleicht war das sogar eine HP-Down-Pille. Ich bin mir nicht so sicher. Wäre auf jeden Fall nice gewesen. Big Beautiful Fly und Spider-Bite. Jetzt sind wir auf jeden Fall
Lord of the Flies. Das bedeutet, die gegnerischen Fliegen sollten uns gegenüber dann friedlich werden, oder? Ja. Sehr nice, sehr nice. Ich bin der Lord von den Fliegen. Ole, ole, ole. Dankeschön für diesen schönen Kill. So. Waren wir jetzt schon im Shop? Waren wir schon, ne? Ne, im Goldraum waren wir. Okay. Vielleicht nochmal irgendwie ein schöner Shop oder so. Oder ein Zacki-Zacki-Raum mit einem Guppy-Item. Das wäre sehr nett. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, danke, danke. Ja. Wir könnten dem Bettlern Geld geben. Wir könnten es aber auch lassen. Wir könnten es aber auch tun. Keine Ahnung. Nimm. Nimm, mein kleiner Mann. Ich sehe halt überhaupt nichts, ne? Nice! Wow, was für ein schlechter... Was für ein unfassbar schlechter Devil Deal, Angel Deal. Guckt euch das mal an. Also, ja, dieses ist ein bisschen besser wie... Oh, Mann, warum habe ich... Warum, okay, man merke, nehme nicht mit, dass du volle rote Herzen hast. Das ist einfach echt scheiße. Das ist halt echt nicht gut. Mann, das macht mich schon fast wieder ein bisschen traurig. Aber wir haben immer auf Angel Deals gespielt, ja? Das haben sich ja viele immer gewünscht. Ey, mach mal hier, ist doch voll cool. Ja, da seht ihr es jetzt. Keine Ahnung. Ich finde es nicht so cool, aber ist ja auch nicht meine Sache. Ah, das ist bestimmt die Death-Karte, oder? Das könnte sein. So, ein Kompass, der mich soll leiten. Der mich soll leiten, ja. So. Mann, ich kann sie doch nicht mitnehmen. Es tut so weh in meinem Herzen. Wir kriegen sogar den Boss Rush. Stellt sich halt nur die Frage, wollen wir den Boss Rush machen? Könnte man eigentlich... Was wäre denn so das krasse Item, das wir gerade brauchen? Mit dieser Combo. Gibt es nicht so wirklich, oder? Ich meine, mit dieser Combo Homing Tears eventuell. Ja, Homing Tears könnte natürlich eine lustige Sache sein, aber so rein grundsätzlich, gibt es irgendetwas, was diese Combo so richtig unfassbar krass machen würde? Brimstone im Kreis, Brimstone Ludovico. Mir fällt echt nichts ein. Rubber-Cement? Nee. Da sind Homing-Shots. Das könnten wir mitnehmen. Oh, ich weiß es nicht. Das ist halt auch so ein bisschen die Kehrseite des Ganzen. Es gibt halt nicht wirklich etwas, was wir jetzt hier so sagen, wo man sagen würde, Alter, das wäre so cool, wenn du das hättest. Ein Guppy-Item ist hier auch nicht, ne? Nee. Ja, wisst ihr was, dann nehmen wir einfach Andi-Feind mit. Können wir uns nämlich rausporten. Ich meine, hey, das ist doch eigentlich was ganz Cooles. Und vielleicht finden wir noch ein paar Error-Räume. Habe ich schon mal einen Error-Raum gefunden? Ich bin mir gar nicht sicher. Guck mal, hier ist eine Batterie. Ja, bringen wir uns wieder hier hin. Das macht Spaß, danke. Das macht richtig viel Spaß in den Backen. Vielen Dank, du Andi-Feind. Ja, das ist Spaß für die ganze Familie. Gut, gehen wir weiter. Guppys Head war vielleicht besser. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Fliegen wirklich gebraucht haben. Ich meine, es waren ja auch nicht so viele Fliegen. Wenn wir jetzt Guppy wären, würden wir natürlich unfassbar viele Fliegen
produzieren. Aber so wie es momentan hier ausschaut, ja, eher weniger. So. Ich habe leider wieder Damage bekommen. Es ist halt echt blöd, wenn man keine blauen Herzen haben kann. Das macht die Sache nicht einfacher bezüglich des Devil Deals. Es ist halt einfach echt eine blöde Sache. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Alter. Der Raumclear war schon ein bisschen nice. Und Pin. Was? Was macht denn Pin hier? Oh. Okay, es sind ein paar verschiedene Freunde. Ja, damit hat sich der Devil Deal komplett, oder der Angel Deal hat sich gerade in Luft aufgelöst. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Ich meine, ich hätte die Algis-Rune vielleicht einsetzen können, aber die Chance war ja eh nicht so riesig und ja, es war halt schon so ein bisschen, in solchen Räumen wirst du halt manchmal getroffen. Ich meine, klar, ich hätte mich vielleicht nicht treffen lassen müssen, aber es ist schon ein bisschen, bei so vielen Pins in einem Raum, schon ziemlich viel durcheinander, was dann am Ende dazu führt, dass man halt mal getroffen wird oder so. Ach Mann, ich weiß doch auch nicht. Das ist, also wenn ich den Lauf nochmal neu anfangen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall dieses blöde Item weglassen, weil, also das mir 12 rote Herzen gibt, weil das macht die Sache halt einfach echt nicht besser, das macht es einfach nur schlechter. Und ich würde auch weglassen, ja, ich würde nicht auf Angel Deals spielen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ey, spiel auf Devil Deals, nimm alles mit. Und ich meine, da würdet ihr mir doch alle zustimmen, oder? Jeder von euch, wenn ihr jetzt entscheiden dürftet, mit dem Wissen von jetzt, würde doch jeder von euch auf Devil Deals spielen, oder? Und dann stellt sich mir die Frage, warum soll ich überhaupt auf Angel Deals spielen, wenn die halt eh so scheiße sind? Ich meine, ne, ja, die sind zwar hier besser als im Original, aber ja, der Wert, der einfach in so einem Angel Deal sein kann, der ist halt einfach echt nicht gut. Ist halt einfach, ja, nicht wirklich hoch. Naja. Wie dem auch sei. Naja, naja, naja. Stirb, kleiner Pipi. Du machst Pipi in dein Bett. Oh, du bist ein Pipi-Macher in dein Bett. Damage up. Damage up. Ich hab Pin nicht getötet. Oh Mann, ey. Ich habe ihn nicht getötet, weil er, glaube ich, zu lange. Diese Todessequenz ist zu lange. Ja. Okay. Habe ich in der letzten Ebene meinen Undefined eingesetzt? Nee, ne? Oder doch? Doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Habe ich. Okay. Ja, da können wir eigentlich, wenn wir ausgegähnt haben, Undefined einsetzen und hoffen, dass wir vielleicht sowas kriegen wie ein Errorraum. Ist das der Errorraum? Nee. Hä? Das ist der Errorraum. Und hier ist immer eine Fool-Karte drin. Und diese Fool-Karte. Was? Was war das denn für ein Errorraum? Hä? What the fuck? Was war das? Kann mir das irgendjemand erklären?
Ich glaube, ich habe was verpasst. What the fuck? Das war ziemlich scheiße, wenn man das mal so sagen darf. Also, Alter. Gappi. 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 Gappi, komm heim. Gappi, komm heim. So. Gappi, komm zu mir. Ich bin nicht gern allein. Ich will in deinen Armen sein. Gappi, komm heim. Was könnten wir noch finden? Gappis Paw, Gappis Tail, Gappis... Oh Mann, oh, ich habe doch keine Ahnung. Ich will einfach Gappi werden. Das wär echt cool. Ich meine, mit dem Brimstone-Ring Gappi zu werden, ist halt eine Sache, die man auf jeden Fall feiern kann. So. Grundsätzlich. Ja, Damage genommen, das ist nicht so gut. Ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Was mich tatsächlich ein bisschen irritiert, aber meine Güte. Wenn es so ist, dann ist es so. Ah, Schilde Tiers. Ja, das wär das Item gewesen, was wir auf jeden Fall hätten suchen müssen in... das war das Item. Das wäre das krasse Item gewesen, was wir im Boss Rush Mode hätten aufnehmen müssen. Jetzt fällt es mir auch auf. Dann wären wir natürlich mega OP. Mega, mega, mega OP. Oh, Capriccioso. Wie geht's dir? Capriccioso. Capri, komm zu mir. Sei nicht allein. Ich will doch nicht alleine sein. Der Punkt ist der, ich würde gerne noch die Ebene erforschen, weil ich gerne Gappi werden will. Aber ich habe ja den Kompass und sehe, dass es keinen speziellen Raum mehr gibt. Was tun wir denn da in so einem Fall? Jetzt können wir die Ebene halt trotzdem noch clearen, von daher. Unlocked Doors. Yeah. Wir haben unsere Schlüssel verdoppelt. Okay. Hagalas! Hagalas, Hagalas, Hagalas! Karglas, Karglas, Hagalas! Ja, ich denke, auf dieser Ebene werden wir kein Gappi mehr. Das ist aber nur eine. Das ist aber auch nur eine kurze Vermutung. Ja, ich mag das nicht schlussendlich beurteilen wollen. Wer weiß, was noch passiert. Okay. Wir haben wieder einen Errorraum gefunden, der sehr komisch ist, muss ich sagen. Und wir werden wieder eine The Fool-Karte haben. Der Errorraum war ganz nice, leider. Ja, wir müssen halt unsere Lemmen-Party jetzt hier zurücklassen. Naja, immerhin haben wir ihn gefunden. Das war ganz cool. Juhu, schön. Ja. Aber leider kein Gappi-Item dabei gewesen. Kein Gappi-Item für den Cornelius. Ich frage mich jetzt, ob der Errorraum immer so ist, dass man mit einer Fool-Karte wieder nach draußen muss. Wahrscheinlich. Das bedeutet, du kannst ihn auch auf jeder Ebene suchen, ohne Angst zu haben. Ach ja. Ach ja. So ist das Leben, ne? Bäm. Gappi, komm zu mir. Sei nicht allein. Ich will für dich. Gappi, komm heim. Kann da jetzt nicht... Da soll mal jemand ein richtiges Lied rausmachen. Warum habe ich diese Idee? Das liegt doch so nah beisammen. Ich möchte eine Musikparodie hören. Das kann nicht so schwierig sein. Jeder macht Musikparodien. Also erfüll mir bitte den Wunsch.
So, wir wollen auf jeden Fall beide Geheimräume suchen, weil da könnte ein Guppy-Item drin sein, denke ich. Ja. Entschuldigung. Ja, das war ein bisschen knapp, aber ich verzeihe dir das. Ich meine, du wolltest mich bestimmt nicht angreifen. Da bin ich mir sicher. Ja, das ist das Item, das wir brauchen. Oh, wie cool ist das denn? Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Ich sag nur wiggle, 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 wiggle. Wir sollten auf jeden Fall unsere Spacebar-Item einsetzen, aber ich wollte Monstro 2 jetzt vorher besiegen. Und wir sind drinne. Wir haben Guppy Spawn. Wir sind Guppy. Ole, ole, ole. Es hat tatsächlich funktioniert. Jetzt die große Frage, brauchst du jetzt... Ja, sollte man jetzt auch Guppys Paw mitnehmen? Eigentlich nicht. Aber damit haben wir halt unfassbar viele Herzen. Das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, das könnte sich lohnen. Oder was heißt, das lohnt sich auf jeden Fall. Cancer nehmen wir mit. Ja, wir lassen Wiggle Wiggle hier. Ich meine, das ist alles schön und gut, aber wir nehmen Cancer mit. Ich habe gerne Cancer, ja. Da bin ich froh drüber. Oh Mann. Diese Sätze, die darf auch keiner hören. Was hat der gerne? Nein. Wir denken das einfach nicht weiter. Das ist okay. Wir nehmen die Lamp Party mit. Ich habe keine Ahnung, wie die da hinkommt. Aber es ist okay. Nee. Und wir töten die beiden Typen hier. Hä? Haben wir Homing Tears? Wir haben doch gar keine Homing Tears. Wieso haben wir Homing Tears? Warum macht er so eine Verformung? Wir haben doch gar keine Homing Tears. Ich verstehe das nicht. Hä? Kann mir das irgendjemand erklären? Wir können Megasatan besiegen. Aber wir können auch einfach die ganze Ebene clearen, oder? Das ist jetzt wieder so eine schwierige... Nein, ich nehme nicht Cursed Eye mit. Das ist jetzt wieder eine schwierige Frage. Wollen wir die ganze Ebene clearen? Wow! Was ist das denn für ein Raum? Ja, hallo zusammen. Wie kommst du denn hier hin? So. Ah, sind schon einige Fliegen. Warum hatten wir Homing Tears bei Isaac? Ich hab keinen blassen Schimmer. Keinen einzigen. Boah, ich generiere so viele Fliegen. Das ist echt unfassbar. Oh! Da waren ein paar Pinne. Ein paar Pins. Was ist die Mehrzahl von Pin? Pinne? Pins? Pinchen? Pinökel? Ich hab keine Ahnung. Ich denke, wir nehmen einfach die Lemon-Party mit. Es ist so egal. Juckt ja gar keinen mehr. Wir gehen jetzt einfach Mega-Satan und hier den besiegen. Keine Ahnung, ob... Dass hier in irgendeiner Art und Weise Damage macht, aber läuft. Läuft schon. Guck mal, selbst mit dem overpowerten Shit, den ich gerade hier habe, selbst damit werde ich voll oft getroffen, weil ich halt einfach... Wie soll man hier effektiv ausweichen? Kann mir das irgendjemand verraten? Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es kommt von zu vielen Seiten, kommt irgendwas. Aber ich habe halt genug Herzen. So, es reicht dann am Ende des Tages. Und bin stark genug. Aber wie man sich hier nicht treffen lassen soll, ich hab keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir noch einen Schlüssel für Mega-Satan nach Mega-Satan. Ich glaube, das funktioniert so nicht, aber man kann ja mal hoffen. Hallo Kumpel, wie geht's dir? Ich glaube, du hast Besuch. Hallo, hallo mein Freund. in was für einer Vielfalt diese Fliegen einfach in seinen Kopf reinfliegen. Ja, stellt euch das mal vor, so. Du sitzt irgendwo und auf einmal kommen so einfach Millionen Fliegen im Millisekundentakt in deinen Kopf reingehämmert. Schon lustig. Ach so, ich dachte, der wäre wieder in einer anderen Phase. Ist er aber gar nicht. Ist er aber gar nicht. Jetzt ist er wieder weg. Okay. Wie du meinst, mein kleiner Freund, wie du meinst. Okay. Ich glaube, da war eine Trollbombe. Bin mir nicht ganz sicher. Und die Engelchen. Die Engel haben keine Chance, keine Chance. Die Engel haben keine Chance. Alter, wieso lebst du so lange? Was ist mit meinem Damage los? Damage? Alter, mein Damage ist echt nicht so stark, wie ich erwartet habe. Aber es reicht trotzdem locker. Ich meine, wir haben unendlich Herzen, also unendlich vielleicht nicht, aber nahezu. Ja, es ist gar keine Gefahr, die hier ausgeht. Nächste Phase, bum, bum, bum. Was soll uns jetzt noch passieren? Nichts. Ich bedanke mich schon mal dafür, dass ihr zugeschaut habt. War das der schnellste Lauf, Isaac? Ich glaube, also Godmode, ich glaube schon. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne eine positive Bewertung da. Und ich würde sagen, Arrivederci, du kleiner Mr. Mega, ne, Mr. Satan Freund für immer und so weiter. Alter, unser Damage. Wir sind so schwach. Bitte Ball of Bandage, bitte töte ihn. Bitte Ball of Bandage, bitte. Ich brauche mehr Herzen. Herzen. Ich brauche Herzen. Okay, das war ein schöner Lauf. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.